Fünf gerade sein lassen ist das Motto und Bastian mein Name. Ich grüße euch. Ja, jetzt ist es so, ich habe da seit Jahren so einen kleinen Bohrständer im Einsatz. Den tausche ich jetzt aus. Aus dem Grund habe ich da ein bisschen Shopping betrieben. Dazu zwei Sachen. Ah nein, das ist kein Produkttest. Ja. Ich werde auch nicht gesponsert oder so. Das habe ich selber gekauft. Ich tue jetzt einfach nur schnell mit euch zusammen das Zeug hier zusammenbauen und mal gucken, wie es funktioniert. Und mehr ist es nicht. Einfach so ein kleines Sonntagnachmittag-Ding. Viel Spaß! Jetzt hätte ich es fast wieder vergessen. Alle weiterführenden Infos und der Link zum Blogbeitrag wie üblich unten in der Beschreibung. So, das soll es mal gewesen sein mit der Montage. Im Großen und Ganzen eigentlich relativ simpel. Ich meine, die Zeichnung ist idiotensicher. Ich habe es hingekriegt, also sie muss idiotensicher sein. Zum Einstellen,
Im Großen und Ganzen ist das also eine ganz primitive Nummer, funktioniert relativ simpel. Die Balken hier dürft ihr nicht komplett anknallen, also spielt ein bisschen mit dem Gefühl rangehen, dass er die nicht zu fest macht. Die sollen eigentlich quasi den Schlitten nur in der Säule führen. Dieser Kollege ist dazu da, na, wenn man den jetzt mal löst, seht ihr jetzt, so, der fixiert uns quasi den Schlitten. Ab hier können wir dann arbeiten. Der hält also die Feder zurück und sorgt dafür, dass das Ganze wieder hochgeht. Was ein bisschen tricky war, war die Geschichte hier oben mit der Einstellung von der, vom Spiel, von der Zahnstange hier. Das ist nicht so, da ist einfach nur eine Martenschraube dran, die drückt ganz primitiv einfach nur auf die Zahnstange. Keine Ahnung, gut. Hätte man besser lösen können, ich finde die Lösung jetzt nicht beschissen, aber okay. Da hat die Patient für eine Messingleiste, die irgendwas was dagegen spannt. Okay, aber was soll's. So, zur Bedienung. Ja, ist eigentlich auch ganz einfach. Machen wir das mal kurz. Ihr nehmt einfach euer Werkstück und legt es erstmal auf den Tisch. So, jetzt fahrt ihr dann mal den Schlitten runter. Und zwar so weit, dass zwischen Bohrerspitze und der Werkstückoberfläche einfach noch circa 1 cm Luft ist. Dann zieht ihr einfach den Bohrschlitten mal fest. Und fahrt vorsichtig mit der Bohrerspitze direkt auf die Werkstückoberfläche. Dann nullt ihr das Ganze. Nehmt das Werkstück weg. Und jetzt fahren wir einfach das gewünschte Maß runter. Wenn wir jetzt 30 mm wollen, fahren wir auf 30 mm und fixieren dann den tiefen Stopp. Das war's jetzt schon im Ganzen, jetzt habt ihr die Tiefe eingestellt. Kleine Warnung noch, und zwar besonders genau ist der tiefen Stopp wirklich nicht. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, also passt da ein bisschen auf. Wenn ihr nicht mit einem tiefen Stopp arbeiten wollt, könnt ihr den auch lassen, einfach nur mit der Skala bohren, auch gar kein Problem. Das ist super gemacht, Schröder. Ihr sollt auch einen Ton einschalten, da klappt das auch. Na, jedenfalls, wie gesagt, zusammengebaut, eingestellt, ein bisschen grob, soweit es überhaupt möglich ist. Wie gesagt, ist kein Test. Ich tue jetzt auch kein großes Urteil bilden, weil bei der Hand aufs Herz, das ist ein 60-Euro-Gerät. Was will man da erwarten? Nichts. Ne? Im Vergleich zu einer Ständerbohrmaschine ist das natürlich eine Lotterfalle, klar. Für meine Zwecke reicht das aber vollkommen. Und so weit, so gut. Macht's gut. Ciao.